Am Anfang haben wir die Anfahrt in unser Filmgebiet am Murtensee gesehen. Und hier sehen wir zwei rotbraune Flohkäfer. Ein rotbrauner Weizenerdfloh. Oh. Er ist etwa 2 bis 4 Millimeter groß. Ja. Und sie sind in Europa weit verbreitet. Erdflöhe gelten als zum größten Teil als Schädlinge. Hm? Ja, ihre Larven können Gräser und Getreide schädigen. Ich habe auch gelesen, dass sie Rettiche befallen können. Das wäre mir egal. Und sie können auch Hanfpflanzen schädigen. Und ich denke, sie werden dann Hai. Das kann sein, ja. Also bei den Bauern sind sie gar nicht beliebt. Ja, bei den Cannabis-Liebhabern auch. Wahrscheinlich. Wir sehen auch hier, es ist, die Paarung ist emotionslos. Sie frisst ganz gemütlich, trägt das Gewicht von ihm ohne Probleme. Und hier werden sie besucht von einer grauen Fleischfliege. Flöhe können. Wie weit springen? Etwa 20 bis 40 Zentimeter. Also das ist schon ganz enorm. He? Die graue Fleischfliege, die hat wirklich gerne Süßes. Sie frisst Pollen, Blumennektar, Früchte oder eben auch Beeren, das hat sie sehr gerne. Sie sind lebendgebärend. Das heißt, sie legen ihre Larven nach neuesten Erkenntnissen in, in Regenwürmern ab. Auf Regenwürmer. Oder auf Regenwürmer, ja. Oder auch in Kot von Regenwürmern. Also in den Herd? Ja. Weil Regenwürmer produzieren ja Erde, oder? Ja, ja. Hier waren wir nicht sicher, ob das von der Dame gewünscht ist oder nicht, diese Paarung. Also für uns war das irgendwie wie eine Vergewaltigung. Es sieht schon heftig aus. Ja. Aber wenn sie keine Emotionen haben, dann ist es ihr eigentlich gleichgültig. Also, sie ist einfach bewegungslos. Aber wir haben auch schon gesehen, dass Insektenweibchen durchaus Nein sagen können. Ja, ja. Ob das diese Fliege auch konnte, weiß ich nicht. Aber wir waren immerhin stolz auf die schönen Aufnahmen. Hier ist eine Bachstelze. Sie braucht eigentlich nicht unbedingt am Wasser zu leben. Man sieht sie fast überall in Gärten, auf der Wiese, irgendwo. Ja, und der... Dieses Jahr, Anfang dieses Jahr, war eine in unserem Kamin. Genau. Sie, im Schwedenofen, sie hat rausgeschaut. Da mussten wir sie befreien. Ja, das ist eine. Eine große Sumpfschwebfliege. Sie hat einfach gerne Blumenwiesen.
Sie heißt zwar Sumpfschwertfliege, aber sie ist anscheinend nicht unbedingt an Wasser gebunden. Sie kann überall leben. Sie ist eine der größeren. Sie ist etwa 14 bis 17 mm groß. Also ein Riese für unser Makroobjektiv. Ja, ja, aber sie ist wirklich ein sehr wichtiger Bestäuber. Ja, es hat natürlich geluftet und wir konnten das nicht stabilisieren. Deshalb ist das etwas, man wird sehr krank. Das ist eine kleine Keilfleck-Schwebfliege. Auch sie ein sehr wichtiger Bestäuber. Ihr Lebensraum ist eigentlich überall, wo Blüten sind. Felder, Wald. Überall im Park, überall, ja. In den Gärten. Und sie ist auch sehr weit verbreitet? Ja, ja, ja. In Europa, in Asien, in Nordamerika. Nordafrika. Überall. Das ist klar. Wenn sie nicht heikel ist bei den Blumen, den Blüten, dann hat sie natürlich ein breites Nahrungsangebot. Ja. Hier ist sie sogar schön ruhig. Ja. Oft sind sie sehr nervös. Das ist vielleicht am späteren Nachmittag die Aufnahme. Ja. Dann sind sie etwas gemächlicher unterwegs. Ja, das war's. Bis später. Bis dann.